was uns veranlasst hat, ihm die Ehrenbürgerwürde zu verleihen, hat in all den Jahren seiner ganzen Bühnenpräsenz immer wieder für Baden-Baden als seine Heimatstadt geworben. Hat immer wieder gesagt, Baden-Baden ist die schönste Stadt der Welt. Und er bekennt sich zu Baden-Baden. Und damit ist er für uns ein liebenswerter und wirklich ein sehr herzwärmender Botschafter in der Welt, auch für die leichten Seiten des Lebens. Ich bin überaus glücklich, in meiner Heimatstadt Baden-Baden diese Auszeichnung zu erhalten. Davon wagt man nicht mal zu träumen, weder als Jugendliche noch als Erwachsener. Jetzt ist es passiert, zu meinem 18. Geburtstag das schönste Geschenk, das man mir machen konnte. Ich liebe Baden-Baden, habe Baden-Baden immer geliebt, bin hier groß geworden. Nach dem furchtbaren Krieg hat mir immer zu helfen gewusst. Wir haben Lausbubenstreiche gespielt, noch nöcker. Das gibt es heute gar nicht mehr. Heute ist ein Jugendlicher, der irgendwas anzeigt, gleich ein Krimineller. Bei uns gab es noch keine Anwälte, keine Richter. Also konnten wir machen lassen, was wir wollten. Und jetzt nach so vielen Jahren sitze ich hier in diesem ehrwürdigen Hause und werde mit dieser Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet. Also wenn einem so etwas widerfährt, das ist dann schon ein Gläschen Sekt wert. Du kennst sein Gesicht, seinen Namen, den Geburtstag weißt du ihn schlag. Sein Bild hängt in deinem Zimmer, er möchte zu dir heran. Jetzt sitzt du in dem Konzertsaal, auf der Bühne, dort steht der Mann, von dem du so oft geträumt hast und das Licht geht für ihn an. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind hier seine Lieder, nur für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind hier seine Lieder. Zusammengerechnet waren sie 267 Mal, 267 Mal, also letztlich über 5 Jahre platziert. Erst im März 2018 waren sie mit ihrem neuen Album Senioren sind nur zu früh geboren auch in den offiziellen deutschen Charts vertreten. Mit der schönen Zeit sind sie mit 56 Wochen der erfolgreichste Charthit der 70er Jahre überhaupt. Sind
in den vergangenen Jahren unglaublich erfolgreich als Musiker, als Künstler. Ich sage Chapeau. Ich würde jetzt gerne zu den Ehrenzeremoniellen kommen und Ihnen, lieber Herr Marschall, insbesondere als Botschafter Baden-Badens im In- und Ausland für Ihre Verdienste den Ehrenbürgerbrief Ihrer Heimatstadt aushändigen. Thank you.
Hand.